Ja, es gibt eine Auseinandersetzung zwischen Russland und den USA, von der habt ihr bestimmt noch nichts gehört, obwohl hier ganz große Streiten. Ich zeige euch, wo Apple und ein Arm der russischen Regierung aufeinanderprallen. Hallo zu Petersburg Live! Apple und Russland, das war lange eine exklusive Beziehung, denn früher konnten sich nur wenige Russen die Apple-Produkte leisten. Und sie waren ein echtes Statussymbol unter Prominenten. Inzwischen gibt es die Sachen an jeder Ecke, auch hier in Petersburg. Gute Beziehungen gibt es deswegen zwischen Apple und Russland aber nicht. So gab es vor kurzem einen Skandal, als ausgerechnet die russische Sicherheitsfirma Elcomsoft herausfand, dass Apple jahrelang speichert, wo die Besitzer ihrer Hardware herumsurfen. Und Hacker auch noch darauf zugreifen können. Wie das deutsche Computermagazin Cheap berichtet, hat Apple nach der Veröffentlichung schnell alles gelöscht. Erklärung gab es keine. Nachdem auch Google solche Skandale hatte, ist es vielleicht am besten, einen Browser unabhängig von den Riesen zu nehmen, was viele in Russland tun. Jetzt hat Apple noch Stress mit einer russischen Behörde bekommen, dem FAS, dem Föderalen Antimonopoldienst, so etwas wie eurem Bundeskartellamt. Apple legt nämlich viel Wert darauf, dass nur autorisierte Servicecenter ihre Produkte reparieren dürfen, und solche gibt es in Russland nicht. Auch keine Lieferung der speziellen Ersatzteile. Also kann man sein iPhone offiziell nicht reparieren lassen, sondern bekommt bei einer Reklamation das Angebot eines neuen Produkts, das man mit Nachlass kaufen soll. Einem Russen namens Dmitri Petrov gefiel das nicht. Das ist kein Wunder, denn wenn Russen etwas oft gerne machen, dann reparieren anstatt wegwerfen. Das ist schon fast Teil unseres Charakters. So beschwerte sich Petrov wegen Marktmissbrauch bei der FAS und die verklagte prompt Apple Russia. Weil Apple aktiv verhindert, dass in Russland ihre Produkte repariert werden können, also wegen Ausnutzung eines Monopols. Es geht um 1 Million Rubel. Das sind gerade etwas über 16.000 Euro. Das zahlt Apple natürlich aus der Portokasse. Russland wäre auch nicht Russland, wenn es nicht doch Stellen gäbe, wo man, halt ohne Genehmigung, iPhones oder andere Apple-Sachen repariert. Und das billiger als Apple selber in den USA. Na, was haltet ihr vom Kleinkrieg rund um Apple in Russland? Schreibt es doch in die Kommentare. Und unter dem Link unten findet ihr mehr Videos mit mir. Immer mittwochs aus St. Petersburg. Abonniert und bis zum nächsten Mal.